Ja, es gibt ein neues Video von EA mit dem Thema Battlelog, wie das Ganze funktionieren soll, welche Änderungen es gibt. Und ich werde das natürlich unten auch mal in der Videobeschreibung reinposten. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Sie gehen eindeutig in Richtung Core Gamer, dass die Leute noch ein bisschen mehr Komfort haben und das Ganze. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch gegenüber dieser Tablet- und Handy-Sache, weil ich habe die Battlelog-App für Battlefield 3 fürs Handy und nach 3 Tagen ist irgendwie klar, was soll ich mit dem Zeug? Da kann ich meine Stats angucken und so und vielleicht Freunden schreiben, aber jibbejaje. Aber in Battlefield 4 ist es deutlich überarbeitet worden und ein bisschen spezialisiert worden für die Leute, die das Spiel ein bisschen intensiver spielen und auch ein paar Stunden mehr in das Spiel stecken. Und was sich da genau ändert und was ein bisschen besser geworden ist, das erkläre ich euch jetzt mal in dem Video. Das erste, was wir hier sehen, ist, wie das Battlelog in-game aussieht. Das heißt, dieser Button, den man oben rechts immer gesehen hat, in den Gameplays, wo man im Spiel aufs Battlelog zugreifen konnte, sieht so aus, wie ihr es jetzt hier seht. Und ich finde, es ist super gemacht, ja, denn jetzt macht es auch Sinn für die Leute auf der Konsole, das Battlelog zu haben, denn bisher mussten die sich immer einloggen auf dem PC, so können die im Spiel aufs Battlelog zugreifen. Denn soweit ich das jetzt hier einschätzen kann, ist das auf einer PS4 das Ganze hier aufgenommen worden, denn von den Triggern her, von den Symbolen zum Durchnavigieren durch das Menü würde das auf einen PlayStation Controller passen. Und bisher hat man ja Battlefield 4 nur auf einer Xbox gesehen, beziehungsweise auf PC mit einem Xbox-Controller. Und das hier bedeutet eindeutig, dass das hier auch für Konsolenspieler endlich Sinn macht, das Battlelog. Was man jetzt auch noch sehen kann, ist bei dem Fortschrittsbalken, dass man anscheinend hier, wenn man auf die Battle Packs eingehen soll oder möchte, dass man anscheinend für jeden Rang oder für spezielle Ränge auf jeden Fall ein goldenes Battle Pack bekommt, wodurch man sich wieder neue Sachen freischalten kann. Ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, ob das in der endgültigen Version so sein wird. Aber das allercoolste Feature, was dieses Ingame-Battlelog hat, ist schlichtweg in-game auf einen anderen Server zu joinen. Das heißt, oh, der Server ist blöd, ich will jetzt Rush spielen statt Conquest, dann kann ich im Serverbrowser im Game mir einen neuen Server suchen, darauf joinen, und wenn ich dann drauf joinen kann, dann wechsle ich direkt einfach den Server, ohne dass ich das Spiel beenden muss und extra in den Serverbrowser gehen muss. Oder einer meiner Freunde spielt auf einem anderen Server und ich sage, hey, ich will mit dem zusammen spielen, dann kann ich einfach in-game sagen, join den bei. Und soweit ich das jetzt kapiert habe, wenn da eine Warteschlange besteht, dann spielt man einfach auf dem alten Server so lange weiter, bis man auf den Server joinen kann, und wenn dann Platz ist, dann joint man automatisch auf den anderen Server. Was aber fast ein bisschen untergeht ist, denn das verschluckt das so ein bisschen, denn es ist das letzte Wort, was er da sagt, bevor dann wieder ein Video kommt. Und zwar wird das Ganze wahrscheinlich nur auf Konsole funktionieren, denn er sagt, join einfach deinen Freunden in-game auf einen anderen Server auf einer Konsole. Schade, wenn es für PC das nicht geben würde. Ich hoffe, es wird zum PC geben, aber wenn es nicht geht, dann müssen wir halt eben damit leben. Dann wird natürlich die Verfügbarkeit von Battlelog ausgebaut, wie schon gesagt. Es wird auf dem Tablet, es wird auf dem Smartphone, auf dem PC und auf der Konsole verfügbar sein. Was ich mich noch an dieser Stelle frage, ist, ob auf der Konsole das Battlelog nur in-game verfügbar ist oder ob es da jetzt im Menü noch eine extra Option fürs Battlelog gibt oder ob man tatsächlich auf einen Server joinen muss, um aufs Battlelog zugreifen zu können oder eben halt einen Singleplayer spielen. Und ist es im Singleplayer verfügbar? Ist auch so eine Sache. Denn anscheinend wollen sie ja sowas wie eine Punkteliste im Singleplayer einfügen. Ist jetzt die Sache, gibt es dafür ein eigenes Battlelog? Gibt es dafür eine eigene Liste? Gibt es da eine Leaderboard dafür? Oder ist es überhaupt gar kein Bestandteil vom Battlelog? Das Battlelog auf dem Tablet und dem Smartphones wird deutlich verbessert, meiner Meinung nach. Denn was bisher nicht ging auf dem Smartphone, soweit ich weiß, ja, vielleicht haben sie das gepatcht, weil ich habe es inzwischen runtergeschmissen, aber soweit ich weiß, man konnte halt nur Stats angucken und eventuell mit Freunden und so schreiben. Aber sonst konnte man da drin nicht wirklich was machen. Was sie jetzt hier im Battlelog bringen werden, ist, dass man auf Mobilgeräten oder Tablets
eben seine Waffen-Setups, seine Tank-Setups, seine Chat-Setups, das ganze Sach kann man einstellen auf dem Smartphone. Und ich muss sagen, ich werde das wahrscheinlich schon nutzen, weil ich fahre abends von der Arbeit mit dem Bus nach Hause und dann sitzt man halt im Bus und das ganze Facebook-Scheißdreck kann ich nämlich sehr, da dem wurden 3 Singles vorgeschrieben. Da sage ich ganz ehrlich, gucke ich lieber ins Battlelog und stelle meine Waffen ein, dann kann ich daheim gleich loslegen. Und man kann sich schon vorher einen Server suchen und den sozusagen speichern oder keine Ahnung. Und dann, wenn man nach Hause kommt, braucht man bloß noch auf Server beitreten klicken und das Spiel läuft dann. Also man kann unterwegs alles schon einstellen, wenn man echt im Bus hockt, mit dem Zug nach Hause fährt und nichts Besseres zu tun hat. Dann kann man da sich durchaus damit beschäftigen und denke ich, wird auch seine Benutzer finden. Das nächste Feature, was sie vorstellen, fand ich im ersten Moment etwas unnötig, aber beim so Nachdenken habe ich mir gedacht, eigentlich ist es doch ziemlich cool. Und zwar kann man sein Tablet, für Smartphones wird es wahrscheinlich ein bisschen zu klein sein, als Map nehmen. In dem Video hier zeigen sie allerdings nur die volle Map und sagen auch, man kann jetzt hier die volle Map angucken und schauen, was machen meine Freunde gerade so. Aber ich denke, das ist doch ein ziemlich cooles Feature und ich überlege hier gerade ehrlich gesagt wirklich drüber nach, weil ich habe hier irgend so ein Scheißdrecks-Tablet rumliegen, mir dieses Battlelog echt da drauf zu machen und das Ganze dann sozusagen als große Map zu nehmen, dann hat man einfach so ein bisschen Plan, was geht auf der Map ab, wo sind jetzt viele Leute, weil wenn man jetzt auf seinem Screen die Map groß macht, nimmt es doch sehr viel Sicht weg und wenn man dann so ein kleines Tablet daneben stehen hat und sieht so eine ganze Map und sieht, wo sind viele Leute unterwegs, wo wird gerade welcher Punkt eingenommen. Gut, das sieht man zwar sowieso, aber denke ich doch ziemlich cool. Und es ersetzt nicht die Map im Spiel, finde ich auch sehr gut. Es ist eine Zusatzmap. Denke ich mal, wäre auch ziemlich blöd, wenn da tatsächlich nur die volle Map geht. Ich hoffe, dass man auf dem Tablet dann auch die reingezoomte Map benutzen kann. Und was ich mir wirklich wünschen würde, dass man zum Beispiel auf PC einen zweiten Bildschirm anschließen kann und die Map auf einem zweiten Bildschirm hat. Wenn das geht, dann ist es wirklich awesome. Ansonsten ist halt ein echt cooles Gimmick und kann man drüber nachdenken. Aber ob ich jetzt wirklich ein Tablet laufen lassen würde, nur um eine volle Map zu haben, weiß ich jetzt auch nicht. Aber für die Leute auf der Konsole ist es mit der Tablet auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn es jetzt auf dem PC noch das mit dem zweiten Bildschirm hinkriegen, dann bin ich begeistert. Das nächste, worauf sie eingehen, ist, seine Waffen-Setups während des Spiels zu ändern mit seinem Tablet oder seinem Handy oder Smartphone. Das heißt, man stirbt, schaut sich die Killcam an und kann dann auf seinem Tablet-Handy sein Waffen-Setup ändern, seine Waffe anders einstellen, seine Panzereinstellung, seine Chat-Einstellung ändern. Da muss ich aber ehrlich gesagt sagen, wenn mir Battlefield einfach die Möglichkeit geben würde, während ich mir die Killcam anschaue, zum Beispiel Escape zu drücken und ins Menü zu gehen oder auf meine Waffeneinstellungen zugreifen zu können, dann wäre ich schon sehr erleichtert, denn in Battlefield 3 ist es sehr nervig, wenn man zum Beispiel schnell los muss oder irgendwas ist und man will das Spiel beenden oder man Rage quittet und man will, man stirbt und will Escape klicken und das Spiel beenden. Nein, man muss einfach so 10 Sekunden warten und dann kommt der Screen und dann geht's Menü wieder zu. Deswegen gebt mir einfach die Möglichkeit, während ich tot bin, die Killcam Say aufs Menü und auf meine Waffen zuzugreifen. Dann ist es noch viel besser, wie dass ich jetzt hier mein Tablet nehme oder mein Handy und darauf rumklick und meine Waffen einstelle. Denn für mich als PC-Spieler wäre das mit der Maus viel angenehmer zu machen. Aber trotzdem ist es schön, dass Battlefield 4 mir damit die Möglichkeit geben will, das Ganze mit einem Smartphone oder einem Tablet zu machen. Nettes Gimmick, aber meiner Meinung nach könnte man das besser lösen. Das nächste coole Feature, was sie vorstellen, ist sozusagen ein Do-it-yourself-Aufträge. Das Ganze nennt sich Mission und zwar kann man da selber Missionen starten. Zum Beispiel, wer ist der beste Panzerzerstörer? Die Aufträge
laufen dann sozusagen, oder ihr habt den Auftrag erstellt und eure Freunde können daran teilnehmen. Wie das genau mit den Aufträgen läuft, haben sie leider nicht gesagt. Zum Beispiel läuft es jetzt eine Woche, wer in einer Woche die meisten Tanks zerstört hat, hat gewonnen. Oder gibt es da sozusagen ein Limit, zum Beispiel zerstöre 50 Panzer und wer zuerst 50 Panzer zerstört hat, hat gewonnen und bekommt dafür auch was. Haben sie leider nicht genauer beschrieben, aber das sehen wir dann ja, wenn es die Beta gibt, beziehungsweise das Spiel dann draußen ist. Klingt aber auf jeden Fall sehr interessant und freue ich mich drauf. Das letzte Feature, was sie vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, wird ja auch endlich mal Zeit, und zwar ortsbezogene Statistiken. Das heißt, bisher in Battlefield 3 ist es so, ihr könnt sehen in der Leaderboard, wo steht ihr bei euren Freunden und wo steht ihr in der Welt. Aber es ist schon mal schwierig rauszufinden, wenn man jetzt nicht unter den besten 1000 ist, rauszufinden, wo stehe ich in der Weltrangliste, auf welchem Platz. Da muss man sich im Prinzip durchsuchen durch die ganzen Plätze. Man kann zwar gucken, wie viele Punkte habe ich, und dann ungefähr gucken, wo komme ich raus, aber es ist ziemlich mühselig. Das wird jetzt im Battlelog in Battlefield 4 auf jeden Fall viel besser, denn ich sehe in meiner Stadt, in meinem Land, auf meinem Kontinent und in der ganzen Welt, wo ich in der Rangliste stehe. Welchen Platz nehme ich in meiner Stadt oder in meinem Land oder sonst wo ein? Und es ist optional, ob ich jetzt hier die ortsspezifischen Daten freigeben möchte. Zum Beispiel soll jeder wissen, dass ich jetzt der Beste in Deutschland bin oder der 10.000 Beste in Deutschland, oder soll es keiner wissen. Das kann ich, so wie es ausschaut, sparen, wenn ich möchte. Ich kann es natürlich aber auch freigeben. Abschließend kann ich nur sagen, ich finde die Änderungen im Battlelog in Battlefield 4 sehr gut. Ich freue mich auf viele Sachen, die da im Battlelog kommen werden. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen unnötig, zumindest für mich. Würde mich aber mal interessieren, was haltet ihr jetzt von den Sachen, die im Battlelog in Battlefield 4 noch kommen werden? Werdet ihr die nutzen? Denn ich denke mal, das sind vor allem Features für die Core-Gamer, weniger für die Leute, die halt hin und wieder Battlefield spielen. Aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die intensiv Battlefield 3 spielen zumindest. Denke ich mal, wird in Battlefield 4 nicht anders sein, vor allem wenn es dann competitive-fähig ist. Ansonsten war es das jetzt mit meiner kleinen Analyse, was heißt klein, das war ja schon ziemlich ausgiebig, zum Battlelog in Battlefield 4. Ich hoffe, hat es euch gefallen, habt ein paar nützliche Sachen gesehen, und wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt, dann könnt ihr ja gern abonnieren. Ansonsten sieht man sich, euer Kench.